The sunrise, late nights, wishing that this would be over. Cold eyes, the same vice, we won't be getting any closer. We're supposed to be young, dumb, and free. Thought that we'd never be mean. Hoping that you'll see what we could be before we throw it all away. And pride's forsaken both of us. Always thought that we would get it right. We've been fighting 9 to 5. Always thought that you'd be by my side. Our mistakes, what we have done. We're supposed to be young, dumb, and free. Thought that we'd never be mean. Hoping that you see what we could be before we throw it all away. And pride's forsaken both of us. Always thought that we would get it right. My side. Tag. Ich habe mir gedacht, ich vlogge heute mal wieder. Ich hatte ja eigentlich vor, schon viel eher mal die Kamera mitzunehmen. Jetzt in den Ferien. Leon hat ja 3 Wochen Ferien. Allerdings sind wir jetzt schon in der 3. Woche und haben schon Donnerstag, also sind die Ferien jetzt schon bald vorbei. Aber irgendwie musste ich mich am Anfang auch erstmal sammeln und war froh, dass ich das generell so einigermaßen auf die Kette bekommen habe. Das ist ja schon was anderes, wenn man 3 Kinder bespaßen muss. Und die auch noch... Und die dann auch noch verschiedene Interessen haben. Der eine möchte mit mir ein Spiel spielen und die anderen wollen, dass ich unten mit dem am Boden sitze oder die wollen mitspielen und machen dann alles kaputt. Also es war schon sehr anstrengend, aber mittlerweile haben wir uns eigentlich ganz gut eingelebt und ich weiß jetzt, was ich mit den 3 machen kann und was nicht. Die Zwillinge schlafen jetzt gleich schon wieder und da habe ich dann immer ein bisschen intensiver Zeit, mich um Leon zu kümmern und in Ruhe mit ihm ein Spiel zu spielen. Ich habe es aber tatsächlich geschafft, jeden Tag von montags bis freitags jetzt in den 3 Wochen Sport zu machen. Das sind ja auch nur 20 Minuten. Aber das fanden die Kinder total faszinierend und haben mir gerne dabei zugeschaut. Ich bin jetzt auch total voll geschwitzt. Und ich mache das mittlerweile jetzt auch nur vormittags, weil ich das total doof finde, abends zu machen, sich dann noch aufzuraffen. Deswegen ziehe ich mir direkt morgens schon Sportklamotten an. Und mach dann direkt Sport und wenn die Kinder schlafen, dann gehe ich duschen und mach mich fertig. Du auch. Ja, ich habe euch heute Vormittag ja soweit mitgenommen. Da habt ihr ja gesehen, was wir gemacht haben. Das war jetzt nicht so berauschend. Aber heute Nachmittag wollte ich, wenn Leon zum Schwimmen geht, der hat ja donnerstags immer Schwimmunterricht. Und wenn er dann zum Schwimmen geht, dann wollte ich zu Action mit den Zwillingen und unserem neuen Anhänger. Der ist so toll.
gute Nacht. Und ich gehe jetzt duschen. Ich habe jetzt gerade geduscht und Leon darf ein bisschen Fernsehen gucken, während ich jetzt koche. Und zwar gibt es Zucchini-Maistopf mit Würstchen aus dem Mixgenussheft Kochen und Backen für Kinder. Ich weiß noch nicht, ob ich das empfehlen kann. Also irgendwie, außer dieses Rezept hat mich hier nichts... Hat mich hier nichts anderes angelacht. Also das ist das einzige Rezept, was ich ansprechend finde. Ich habe jetzt hier die Sachen schon vorbereitet und das nimmt Leon jetzt gleich mit, wenn er zum Schwimmen geht. Oh, ich hatte das cool. Das ist übrigens total lecker, also vielleicht kann ich es ja doch empfehlen. Das ist jetzt das erste Rezept, was ich daraus gemacht habe. Und ich habe jetzt noch zwei andere, die ich daraus mal ausprobieren wollte. Und das ist echt gut. Also ich bin mal gespannt, wie die Zwillinge das essen und ob die das überhaupt essen. Also da kommt Renato und da geht es nach links. Und da geht es nach rechts. So, wir brauchen noch eine Verbindung hier zu dieser Baustelle. Hast du doch schon hier. Guck mal hier, du hast da noch was. Gib mal her. Bin ich dran? Gelb. Muss ich nochmal hin? Ich habe das Spiel mal auf Instagram gezeigt und da haben ganz viele mir eine Nachricht geschrieben und gefragt, woher ich das habe. Das habe ich bei Amazon bestellt. Sonst nehme ich immer so Spiele mit, wenn ich die bei Lidl oder Penny oder Co. sehe. Oder auch, wenn wir mal in einem Spielwarengeschäft sind. Aber das habe ich jetzt auf Amazon entdeckt. Achso, ich bin dran. Entschuldigung, ich quatsche. Moment. Blau. Das habe ich auf Amazon entdeckt und das fand ich sehr ansprechend und das macht echt Spaß. Leon hat das. Gut, dann darfst du bis zur Baustelle direkt vorfahren. Weil das halt eine Baustelle ist, hat er total Spaß daran. Wundert euch nicht, wenn der Stuhl in Zukunft öfter hier auf den Tisch ist, weil die immer auf Leons Hochstuhl hochklettern. Das können sie ja hier nicht machen. Die neuen Becher kommen auch super an mit den Strohhalmen. Die trinken da richtig gerne raus und da kommt halt kein Wasser raus. Das finde ich so gut. Die kann man auch überall mit hinnehmen und das könnten die sogar dann mit ins Bett nehmen. Unser Lernturm ist wieder im Einsatz. Ich habe dazu ja schon ein Video gemacht, wie wir den hier gemacht haben. Da war Leon noch so klein. Und jetzt haben die beiden richtig Spaß daran. Die fangen auch immer an zu heulen, wenn ich das Wasser ausmache. Die dürfen meistens so ein, zwei Minuten damit spielen. Ich ziehe die beiden jetzt um und dann gehen wir raus. Genau. Genau. Weiter. Ja, da müssen wir lang. Und eine Stufe. Komm her. Ui. Komm hoch. Komm hoch. Ja. Ich habe noch keine Schuhe gekauft, weil die wachsen da eh zwei Wochen später wieder raus. Ich warte noch bis kurz vorm Urlaub. Dann kriegt der Jonas Sandalen. Wir haben ja Sommer, da braucht er keine Schuhe. Komm. Und wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt so eine Sitzhilfe noch geholt. Ich weiß gar nicht, wie die sich nennt. Ich habe da, ich glaube, 52 Euro für bezahlt. Das ist einfach dafür, dass der Ben da etwas stabilisierter drin sitzt. Der Jonas braucht das nicht. Euch schon gesagt, dass ich diesen Anhänger liebe. Ich liebe ihn einfach so sehr. Ich kann den zu 100% bis jetzt weiterempfehlen. Wir benutzen den fast jeden Tag. Den Kinderwagen, den nehmen wir nur noch mit, wenn wir ja irgendwo hinfahren und da dann spazieren oder irgendwo was essen gehen oder so. Ansonsten sind wir eigentlich nur noch mit dem Fahrradanhänger unterwegs oder ich besser gesagt. Das macht so Spaß, man fühlt sich so frei, aber das habe ich ja in dem letzten Update schon erzählt. Jetzt zeige ich euch noch eben schnell meine Action-Ausbeute. Ich bin nicht so oft bei Action, muss ich sagen, weil ich
ja eigentlich nie irgendwie was Bestimmtes von da brauche. Ich brauchte jetzt einfach nur ein Ziel, wo wir hinfahren, weil ich das ohne Ziel total doof finde, irgendwo hinzufahren. Obwohl ich nichts brauchte, bin ich fündig geworden. Ich habe insgesamt 21,07 € bezahlt. Als erstes habe ich hier die Waffeln gekauft. Die habe ich natürlich vorher schon aufgemacht, weil der Ben so gebrüllt hat. Und jeder von den beiden hat 2 Stück bekommen. Dann habe ich diese gefriergetrockneten Früchte gekauft. Einmal Erdbeeren, Apfel, Birne und Pfirsich. Das sind gefriergetrocknete Früchte und ich meine, ich habe auch ein Rezept für den Thermomix, dass man das schreddern kann mit Puderzucker zusammen und dann könnte man das mit Milch anrühren. Dann hätte man jetzt hier in diesem Fall Pfirsichmilch oder sowas. Also ein Rezept für Erdbeermilch. Und das macht man halt mit den getrockneten Früchten. Die kosten 79 Cent pro Packung und bei DM sind die viel teurer. Ich habe das jetzt aber gekauft für die Zwillinge, weil die das total gerne essen zum Snack. Die essen Gott sei Dank auch echte Erdbeeren, aber die finden es halt sehr interessant, sowas auch mal zu essen. Dann habe ich eine coole Putzmarke da entdeckt. Die nennt sich Good Clean. Das ist einmal ein Raumerfrischer in der Duftvariante Lavendel und Patchouli. Keine Ahnung, wie das riecht. Ja, so soll aber nicht mein Wohnzimmer riechen. Das riecht total nach Herrendeo. Nach so einem ganz billigen Deo. Ich habe mir gedacht, komm, nimmst du mal mit. Die Verpackung sieht so cool aus. Dieser Marke habe ich dann aber auch nochmal ein Spülmittel mitgenommen. Es hat auch nur 69 Cent oder so gekostet. Das war nicht so teuer. Und davon gab es auch noch einen Küchenreiniger und einen Allzweckreiniger oder Badezimmerreiniger. Aber bei dem Küchenreiniger, da waren irgendwelche Öle drin. Und da ich ja eine Steinplatte habe, sollte man keine Ölprodukte benutzen. Und deswegen habe ich das nicht gekauft. Ja, riecht ganz normal nach Orange. Dann habe ich von Airwick eine Duftkerze in der Duftvariante Sommerfrische oder Sommerbrise gekauft. Dann habe ich so Plastikgeschirr gekauft, aber eigentlich nur wegen den Melonen obendrauf, dass wenn ich dann Melone klein schneide in Scheiben und ich die dann anbiete, wenn Gäste oder so da sind, dann hätte ich gerne diesen Teller. Ich finde, das ist dann halt so passend. Selbe Design ist dann hier nochmal auf einer Schüssel drauf. Da habe ich mir gedacht, dann wenn ich die Melone in Stücke schneide, kommt die hier rein. Davon gab es auch noch eine große Schüssel, die hätte ich gerne gehabt für meinen Melonensalat. Aber die war leider nicht mehr da, sondern nur noch irgendwelche anderen Designs drauf. Für Leon habe ich dann auch noch was gekauft. Einmal von Cars ein Auto. Das hat, glaube ich, 3 € oder so gekostet. Und von Cars habe ich Leon dann noch ein paar Socken gekauft für 99 Cent. Habe ich noch einen Notizblock gekauft, dass man mit einem Magnet hinten einfach an den Kühlschrank befestigen kann. Und was ich auch cool fand, das habe ich nämlich auf meiner Amazon-Wunschliste schon gehabt. Das ist ein Mikrofaser. Ich habe die Größe 70 x 1,30 und das finde ich ganz gut, falls wir dann unterwegs sind, einen Ausflug machen, dann brauche ich nicht so ein klobiges Handtuch mitnehmen, sondern habe dann so ein kompaktes Mikrofasertuch. Ich bin mal gespannt, ob es dann auch so gut abtrocknet wie die Markenprodukte. Und zu guter Letzt habe ich natürlich noch Süßigkeiten mitgenommen. Einmal für heute Abend zum Fernsehen gucken Pringles. Extra die kleinen, damit ich nicht mehr esse. Und von Reese's ein Nussriegel. Ich bin gespannt und ich werde den jetzt mal probieren. So sieht der aus. Und der schmeckt echt gut. Mama ist ganz doll schlecht. Ich habe nach dem Schokoriegel direkt die Chips gegessen. Nee, nicht essen. Ja, komm her. Das ist Ben. Nicht beißen. Ich habe gedacht, wir bleiben jetzt hier liegen. Ach Leute, nicht immer auf die Couch.
Abendbrot ist fertig. Es gibt einmal Bärchenstreich und Frischkäse mit Putenbrust, Gurke und Tomate. Lecker? Ich habe euch noch gar nicht das Bild gezeigt. Ich habe euch ja mal gesagt, dass wir Fotos machen lassen haben und da ist auch unter anderem dieses Bild entstanden. Und ich finde das so schön. Deshalb wollte ich das auch auf einer Leinwand haben. Ich weiß nur noch nicht, wohin damit. Also hier wird es untergehen, selbst wenn man das auf dieser Höhe packt. Das sieht auch nicht so aus und dann sieht das so voll aus. Und ich möchte das gerne schön nackig hier haben an der Wand. Aber da eventuell, dann kommt unser Hochzeitsbild da ab und dann das Familienbild. Das wird doch bestimmt gut aussehen. Das ist übrig geblieben. Das habe ich jetzt gerade alles vom Boden aufgesammelt. Also die Tomaten kommen immer noch nicht so gut. Leon bekommt jetzt von mir sein Abendbrot und dann mache ich das Übliche, was ich jeden Abend mache und was ich euch immer wieder sage. Nur ich mache jetzt halt noch immer die Treppen mit dabei und die Couch sauge ich noch ab, weil ich jetzt morgens einfach gar keinen Haushalt mehr mache, außer dass ich die Küche mal aufräume. Ja, den habe ich dir gekauft. Komm, wir essen erstmal und dann mache ich dir den. Normalerweise kümmert Dennis sich ja dann um die Kinder, aber der ist ja nicht da. Habe ich euch noch gar nicht erzählt, der kommt erst. Licht. Es muss bis 18 Uhr circa arbeiten und danach gehen die zusammen alle essen. Und ich denke mal, dann wird er erst so um 22 Uhr oder 22.30 Uhr zu Hause sein. Das heißt, ich mache die Kinder dann alleine bettfertig. Das ist eigentlich auch überhaupt kein Problem, weil den Zwillingen muss man noch nichts vorlesen. Den gibt man einfach die Flasche und macht das Licht aus und Musik an und dann geht das eigentlich. Und beim Leon, da kümmere ich mich halt ein bisschen und intensiver um ihn dann abends. Ja, dann probieren wir mal das alte Surfbrett aus. Wo ist das denn? In deinem Schrank. Da. Mama. Oh nein. Wo ist der Auftrag? Was müssen wir tun? Ein Wal steckt in Schwierigkeiten. Ein Wal steckt in Schwierigkeiten. Komm, wir lassen mich hin. Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich bin der Wal, okay? Ja. Ich liege hier und bin gestrandet. Und du musst mich retten. Aber wir kriegen dich ganz hoch. Alleine, helf mir mit, Mama. Komm, jetzt spielen wir. Der Papa muss. Spinne tot? Nein, ich mache da immer ein Glas drüber, damit der Papa die mit rausnehmen kann und dann kann sie draußen rumspinnen, aber nicht hier. Ja. Die ist ganz groß. Wir müssen jetzt die Wäsche machen. Der Leon wollte mir dabei helfen. Das sind die Körbe, die gefalten werden müssen. Bügelwäsche. Fertig. Guck mal, Leon. Die Wäsche, die kann jetzt hier rein.
Na gut. Genau. Sind die schon sauber? Ja, die sind sauber und trocken. Und gleich kann die Wäsche aus der Waschmaschine in den Trockner rein. Hier? Genau. Das hier auch. Ja. Außer die Geschirrhandtücher habe ich soweit erstmal alles gemacht. Und der Wäscheständer, der wird dann auch morgen oder übermorgen. Bügelwäsche mache ich Sonntag und die Socken auch. Wieso? Wir gehen jetzt Zähne putzen, dann lese ich dir noch was vor und dann geht der Leon auch ins Bett. Es ist fast dunkel. Ja, wie immer ist mein bester Freund mein Malzbier dabei. Und wir gucken jetzt, also ich und mein Malzbier, wir gucken jetzt eine Serie. Also warum sage ich wir? Also ich gucke jetzt eine Serie. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Das war halt so mein Mama-Alltag, 24 Stunden oder besser gesagt 12 Stunden. Aber das ist halt jeden Tag so jetzt gewesen. Also vormittags machen wir eigentlich immer dasselbe. Und abends auch. Und nachmittags sind wir meistens unterwegs. Und da sind wir dann immer mit anderen unterwegs. Außer heute, da war ich halt mal alleine mit den Zwillingen unterwegs. Guck mal, dass ich euch vielleicht nächste Woche mitnehme. Da kriege ich endlich neue Nägel. Ich bin so gespannt. Ich freue mich schon richtig drauf. Das letzte Mal hatte ich die in der Schwangerschaft. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!